Ja, moin zusammen und willkommen zurück bei Nioh 2. Wir machen jetzt weiter mit der Hauptmission. Falls jemand die vorige Folge übersprungen hat, kurzes Update. Groß an Ausrüstung habe ich nichts Neues. Dieses Katana, was ich jetzt allerdings angelegt habe, das habe ich schon in der Mission vorher irgendwann bekommen. Werde ich jetzt gleich auch wieder ein bisschen spielen. Ich bin mit dem Designer, bin ich so ganz zufrieden. Die Klinge sieht ziemlich abgedreht aus. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich die gezogen habe. Sagt mir nur so ganz so, eine Mission will ich es mindestens noch spielen und dann entscheide ich mich, ob ich die vielleicht wieder ändere. Ich muss ja zugeben, ich mag bei den Katanas dann doch eher diese schlichte Eleganz, die die Klingen haben. Ein bisschen Verzierung ist in Ordnung, aber das sah schon sehr abgedreht aus. Seht ihr gleich. So, das Heiligtum der Viper. Oh, das klingt nicht gut. Offenbar bereitet die Armee von Dosans Nachfolger Yoshihatsu einen Angriff vor. Es heißt, Dosan habe schwere Verluste erlitten und sich verwundet in seine Burg zurückgezogen. Es war kein Geheimnis, dass die beiden nicht gut miteinander auskommen, aber das scheint trotzdem etwas plötzlich. Da geht noch mehr vor. Auf jeden Fall ist Dosan ein wichtiger Verbündeter, darum müssen wir ihm helfen. Darum müssen wir helfen. So rum. Also los, zeigen wir ihm unser Können. Okay. Gibt wieder einige Kodama zu retten und wir bekommen spätestens hier zu Ende der Mission ein Luntenschlossgewehr. Dann mal Attacke. Nachdem er die Führung seiner Familie abgegeben hatte, zog sich Saito Dosan in eine entlegene Burg in den Bergen der Provinz Mino zurück. Hinter dieser Burg ragte eine zerklüffte Klippe auf, die bis dahin nie jemand erklimmen konnte. Es wirkte fast, als wäre sie absichtlich dort errichtet worden, um den Weg zu versperren und etwas zu verbergen. Schon bald wurde das Gebiet im Volksmund Heiligtum der Viper genannt. So, so. Berg Sagi in der Provinz Mino. Okay. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge abgeändert habe. Ich habe. Sieht es hier ein kleines bisschen. Komme ich irgendwo mal ein bisschen dichter ran? Sollte eigentlich eben schon ein bisschen auffallen. Ich habe das Farbe, genau die Farbe unseres Stirnbands geändert. Nämlich in Rot. Passend zu der Rüstung und diesen Quasten, die wir daran haben. Zumindest halbwegs passend dazu. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, dass man das Aussehen wirklich jederzeit komplett ändern kann. Also auch die Yokai-Form. Ich könnte jetzt auch als Kerl weiterspielen, wie ich Bock habe. Finde ich ziemlich cool. Muss ich schon sagen. So, und hier mal die besagte Klinge. Gesagt, die hat schon so ein bisschen. Geht schon sehr ins Fantasy-mäßige von Design her. Ist jetzt nicht das Hässlichste, was ich gesehen habe, aber wie gesagt, mir gefällt dann. Das normale, traditionelle Katana-Design irgendwie doch besser. Mit dir sprechen wir gleich. Wir gehen erstmal zu unserem Schrein und unseren Kumpels. So. Okay. Ich wollte eben schon beim Missionstext anmerken, dass ich glaube, dass man hier überwiegend gegen Menschen kämpft, aber da habe ich mich wohl geirrt. Sie haben auf Mayukai Unterstützung. Der hat mich schon gesehen. Okay, ja, komm her. Nein, so nicht. Ich überlege gerade, wo ich weitergehe. Hier geht es auch noch lang. Wir können hier den Leiter hoch. Ich höre schon den ersten Kodama. Hab ich gesehen und schmeißt mir die Fackel am Kopf, als ich gerade nicht hingucke. Was ein Penner. Ja, den Quatsch hättest du dir mal lieber gespart, Junge. Okay, der ist wahrscheinlich hier oben. Oder auch nicht. Schießpulverpumpe. Dann müssen wir da irgendwie anders ran. Hier geht's gar nicht weiter, okay. Ein Pfad weniger, den wir folgen müssen.
Mir gefällt es immer noch sehr, muss ich sagen, dass hier alles eben auch auf Japanisch ist. Finde ich, trägt sehr zur Atmosphäre bei. Tödlich gestürzt, ja, wie das wohl passieren konnte, sagte er und starb wenig später selbst. Oh, hier haben wir ein Yokai. Oder ein Yokai-Reich. Und darum haben wir. Hä? Oh. Ich habe vorhin wieder ausgemistet. Habe ich jetzt aus Versehen? Ach so. Machen wir das mal so rum. Ich habe nämlich auch einen neuen Bogen, der ein bisschen besser ist. Und den kann ich von hier aus gar nicht treffen, oder wie? Doch schon, aber ohne wirklich Schaden zu machen. Holy shit. Ah, diese Steuerung. Na, jetzt können wir wenigstens nicht mehr gefährlich werden. Oh ja, hier kann man ziemlich leicht tödlich stürzen, ich sehe schon. Na komm du erstmal her, ich will dich erstmal allein bekämpfen. Oh, das könnte ein Fehler sein. Hat noch geklappt. Penner. Wie mache ich das am dümmsten? Oh ja, da sind noch ganze Menge. Da hinten hat sich auch noch einer versteckt. Sowas hasse ich ja wie die Pest. So Gegenden zu kämpfen, wo man runterfallen kann. Komm, ich sehe dich. Das war knapp. Ich dachte, das kommt ein Stein. Fällt jetzt einfach runter, ich dachte schon. Schön wär's. Zack. Oh, das macht jetzt schön Schaden. Und da ist noch so ein kleiner Wichser gekommen. Scheiße. Gar nicht gut. Oh, oh. Überhaupt nicht gut. Ach, scheiße, ich habe die Druckwelle vergessen. Mist, Mist, Mist. Ach, fuck, ich dachte, ich könnte einfach ganz normal raus aus dem Angriff rausgehen, aus der Reichweite. Ich wollte mich auch nicht den Hochkonter machen, weil ich mir nicht sicher war, wo ich dann lande. Befürchtung, ich falle dann einfach runter. Okay, okay. Au. So ein kleinen Scheißer. Ich glaub's ja mal nicht. Ja, und was ich optisch auch noch angepasst habe, ich habe mir jetzt hier dieses hirschartige Geweih verpasst. Fand ich passt irgendwie besser zu unserem Charakter. Lässt sich zwar schon ein bisschen angenehmer kämpfen, wenn man nicht direkt wieder einen auf den Sack kriegt. Oh. Oh, das war ein Fail. Nee, du machst ja nicht deine Yokai-Reich-Scheiße mit mir. Oh, das war ein Fail. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich wollte schon mal mein Schwert ziehen. Nicht, dass es irgendwie groß was bringt, ob ich das vorher gezogen habe oder nicht bei einem Angriff. Aber es sieht einfach cool aus, wenn ich es schon in der Hand habe. Schon wieder gleiche Scheiß-Ding gemacht. Wow.
Oh, ich hätte keine Ausdauer mehr für den zweiten Schlag. Die regeneriert hier ja auch noch langsamer. Na, ja, wir machen hier ein schönes Tänzchen mit zwei, ne? Jetzt bin ich weit genug weg. Jetzt gibt es mal hier Feuerschaden drauf. In den Brand zu setzen reicht es aber wieder nicht. Usch. Shit. Jetzt konnte ich ihn gefahrlos machen. Er war zwar nicht hundertprozentig richtig gemacht, aber immerhin habe ich nichts abgekriegt. So, hier hinten gibt es noch was zu plündern. So, und weg hier mit diesem Ekelzeug. Jawohl, es gibt hier Geiles. Naja. Da oben macht schon wieder ganz schön Krach. Ja, das Katana macht doch auch wieder ganz schön Spaß. Muss ich schon sagen. Oh, oh, das wollte ich gar nicht. Und es macht ordentlich Schaden. Gut, das sind ja nur diese kleinen Pimmelgesichter, aber trotzdem. Das Sake. Und eine neue Kiste. Holy shit, jetzt habe ich mir aber eine gefangen. Ja, das findest du lustig, ne? Dich kenne ich schon. Was war denn das für eine Geste? Verwirrt? Ganz aus. So sieht übrigens sie unser Helm aus, wenn wir ihn aufhätten. Gehst halt einen Freudensprung. Okay. Die kenne ich schon aus dem ersten Teil, die Typen. Wenn man. Wenn man die Geste falsch macht, dann greifen sie einen an. Und bleiben, wenn ich das richtig erinnere, in der gleichen Gestalt, die man selbst ist. Also sie nutzen die gleichen Waffen und Fähigkeiten. Wie der eigene Protagonist. Was den Kampf jetzt nicht gerade allzu einfach macht. Der hat einen coolen Helm auf. Typischer Samurai-Helm. Er nutzt ein Speer und... oh shit, das ist gar nicht gut. Fuck. Oh, scheiße. Scheiße, der hat mich auch noch getroffen. Oh, Leute, ich glaube, das war's gleich. Das ist eine niedrige Haltung. Dass ich besser ausweichen kann. Und vor allem brauche ich den Speer hier. Jetzt, wo, halt. Oh, fuck. Schnell Stich. Dann haben wir den nämlich schon mal. Oh nein, ich wollte von ihm wegrollen. Holy shit, da hat er natürlich... Kamera einen Strich durch die Rechnung gemacht. Huh. Da holt er sich Ninja zu Hilfe. Ich glaub's ja nicht. Sowas darf doch nur ich machen. Meine Güte, das war knapp. Knapp. Oh, hier haben wir noch ein Versteck. Auch das mit dem Brunnen kenne ich übrigens schon aus dem ersten Teil. So, wir können hier lang. Hier haben wir nochmal einen Brunnen. Was bist denn du für einer? Eigentlich ist mir egal, du kriegst direkt einer. Auf den Sack. Das nächste Yokai-Reich. Das ist zum Plündern. Honin-Handschuhe, Gesichtsplatten des Honin. Ah. Und natürlich ein Kodama.
Jetzt überlege ich gerade, sind das die für den Heilersee oder für Amrita? Mehr Erfahrungspunkte wäre natürlich immer geil. Jetzt gehe ich erstmal nach hier. Mir das noch. Und jetzt überlege ich, wahrscheinlich geht es dort weiter. Deshalb möchte ich jetzt erstmal hier unten gucken. Hier sind noch gar nicht wenig Spieler gestorben. Entweder hier unten kommt noch was Heftigeres oder die wurden alle genauso überrascht von den zwei Gegnern, die es hier gab wie ich. Da muss ich aufpassen, es können auch zwei Gegner werden. Und das wollen wir nicht. Komm, nutzen wir ein bisschen Magiegedöns. Komm her. Und das war knapp. Hätte mich beinahe auch noch getroffen und mit so einer fetten Axt. Das hätte Kopfschmerzen gegeben. Jawohl. Ach, der da unten sieht mich. Okay. Das ist auch noch ein Kodama. Hey, Kumpel. Zurück zum Schrein mit dir. So, und jetzt wechseln wir mal wieder auf das Katana. Oh. Habe ich diesen Durchgang beim letzten Mal tatsächlich übersehen, oder was? Das ist ja interessant. Holy shit. So, jetzt gucken wir nochmal hier hinten. Oh, hier hinten sitzen auch zwei Leute. Nee, mit zwei, da traue ich mich irgendwie mit dem Katana noch nicht. Ich habe einfach zu wenig Übung drin. Wir nutzen hier gleich mal wieder unsere Elementarmagie. Die konnten gar nicht so viel. Die hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Schwert geschafft. Aber egal. So, hier ist nichts weiter. Jetzt habe ich den Talisman auch verschwendet. Der wäre auch nicht nötig gewesen. Hätte ich wahrscheinlich eher hier oben jetzt in dem Yokai-Reich gebraucht. Gucken, was hier so alles auf uns wartet. Ich höre hier auf jeden Fall schon jede Menge Pisser. Da ist einer. Den locken wir gleich mal an. Ja, so wird das nächste. Huch. Ach. Was ist ein Armleuchter? Rein und raus. Ja, der hat sich hier durch diese Papierwand geboxt. Deshalb konnte er da durch. Es liegt eine. Ach, eine Blumenvase. Und da haben wir auch wieder einen fetten Yokai dran. Ach ja, hier so einen mutierten Typen. Hier ist jemand gestorben. Von Saito Dosan getötet, okay. Und die Musik klingt irgendwie unschön. Okay, ich kann ihn nicht umhauen und er hält ganz schön was aus. Offenbar. Nein! Boah, das war knapp. Versuche ich mal hier rauszulocken. Und wir machen mal hier unseren Höhleangriff. Na, wie gefällt dir das, ne? Ich bin ja noch schön geheilt bei. Nein, er trifft mich. Es tut bestimmt richtig weh. Es hat kaum weh getan und ich glaube, er hat sich selbst getötet. Was ist denn für einer? Ganz schön viele Rüstung bekommen. Mhm. Oh, Lok eines Ninjas, die müssen wir gleich benutzen. So,
So vergesse ich sowas nämlich gerne. Genauso wie den ganzen Geistersteine. Da muss ich beim nächsten Mal, wenn ich an einem Schrein stehe, auch unbedingt dran denken, die mal einzusetzen. Ah, da haben wir es schon. Das nehme ich doch gleich mal auf den Rücken. Luntenschloss. Mit Waffen hier vollgepackt, als wären wir John Wick höchstpersönlich. Hallo. Oh, oh. Können wir mal ein paar andere Stile eigentlich benutzen hier. Direkt mal aufs Katana wechseln. So. Apropos Stile und so weiter, wir haben ein paar neue Sachen freigeschaltet. Rauchkugeln. Die Iga-Schießpulverbomben, die sind, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Die sollte ich mal ein bisschen weiter leveln. Gift-Effekt, nee. Nö, 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 nö. Völlig lautlos bewegen. Geil, man kann sich in ein Kodama verwandeln. Cool ist das denn? Ich will mal kurz gucken, was es hier so gibt. Kraftpillen. Die waren gar nicht verkehrt. Die habe ich, glaube ich, im ersten Teil im New Game Plus benutzt. Das war gar nicht so übel. Übel riechen Erdform. Ach ja, diese beknackten Fallen. Die gab es, meine ich, auch im ersten. Fand ich nicht so geil. Winterhardschuhe. Was haben wir hier noch? Kieferbrauch. Donnerhöllenfedern. Junge. Ja, da muss ich nochmal dran denken, das nächste Mal diese Bomben auszurüsten. Shuriken sind jetzt auch eher so semi-nützlich. Schaden von Stichangriffen. Oh, das ist nicht verkehrt. Das bringt gerade später richtig viel. Das ist geil. Das ist richtig stark. Hier, guckt euch das unten an. Ich glaube, im ersten Teil hat man mehr Stiche gemacht. Durchbohrungsschaden, Todesstoß. Das sind alles richtig nützliche Sachen. Am Ende einer Combo. Da muss ich erstmal gucken, was ich da... Ach so, ja, bei der hohen Haltung habe ich das Windrad nämlich. Richtig. Oder den Speerfall vielmehr. Das Ding. Speerhieb. Und jetzt bei den anderen haben wir den... Achso, da haben wir den Stangentritt. Tiefe Haltung ist auch der Stangentritt. Dann nehmen wir doch hier mal statt dem Stangentritt Shidori. Das passt, finde ich, eigentlich ganz gut. Okay. Wieder ein bisschen mit rumgespielt. Das ist ziemlich stark, aber auch ein bisschen schwer zu treffen, weil das von den Gegnern gerne geblockt wird. Aber wenn es sitzt, dann richtig. Und es funktioniert, glaube ich, auch wieder nur bei menschlichen Gegnern. Das heißt, wir wollen, wo wir ein bisschen Platz zum Kämpfen haben. Oh, ganz schlecht. Und das wollte ich eigentlich blocken. Ja, genau, bei dem funktioniert es nämlich zum Beispiel nicht. Nochmal. Ja, die heilen uns tatsächlich dadurch. Nicht viel, aber ein wenig. Ah, dem Raum waren wir gerade. Achso. So. Huch. Entschuldigung. Durchsuchen. Da.
Alles schön zerdeppern hier. Bisschen Salz, Beinschienen, okay. Bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwo irgendwann nochmal einen Shortcut kriegen oder einen neuen Schrein. Da ist schon der neue Schrein. Gerade angesprochen, da taucht er schon auf. Das passt mir eigentlich auch ganz gut. Und wir können ziemlich genau eine Stufe aufsteigen. Seelenkerne gereinigt. Da muss ich auch demnächst mal zwischen den Folgen gucken. Man kann ja hier... Ich kann es mal kurz zeigen, falls ich es noch nicht gemacht habe. Man kann hier... Das ist falsch. Seelenkerne verwalten. Seelenkerne einstimmen. Seelenfusion. Man kann jetzt einen Seelenkern, den wir zum Beispiel schon haben. Den hier. Haben wir nicht. Schlechtes Beispiel. Den müssten wir bestimmt doppelt haben. Ja, da kann ich jetzt andere Seelenkerne draufpacken und damit dann die Stufe erhöhen, die wir auf diesem Seelenkern haben. Der hat, glaube ich, auch eher ein schlechteres Beispiel. Aber man sieht es da rechts, die Werte ändern sich ein bisschen. Desto höher die Stufen hier sind, die wir reinpacken, desto mehr verändern sich dann die Werte, die wir dafür bekommen. Das ist aber, wie gesagt, was, das mache ich mal zwischen Folgen, weil das, da muss ich echt viel hin und her gucken. Das ist eher nicht so interessant oder nicht so spannend vielmehr. Schutzgeist, da will ich mal kurz gucken. Es gibt hier nämlich, das habe ich beim letzten Mal auch noch nicht so drauf eingegangen, hier noch einen Bonus, der aber erst aktiviert wird, wenn ich genug Stärke und Mut zusammen habe. Jetzt beides eigentlich eher Attribute, die ich nicht so leveln muss. Witzigerweise habe ich die beim letzten Mal, glaube ich, schon mal ein bisschen gemessert, gelevelt. Stärke hatte ich gelevelt und Ausdauer, Mut war es nicht. Ausdauer hilft mir eben noch bei meinen Sachen, was das Ausrüstungsgewicht angeht. Und ein bisschen Ninjutsu-Kraft bringt sie, aber ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem mal lieber nochmal ein bisschen auf die Konstitution oder das Herz. Einfach um hier meine Waffen noch ein bisschen weiter zu leveln auch. Das bringt schon mal nicht, gar nicht mal so schlecht was. Ich glaube, ich nehme erstmal Herz. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Ki, ein bisschen bessere Ki-Regeneration. Ja, das machen wir. 12.000 für die nächste Stufe brauche ich jetzt. Brauche ich erstmal gar nicht bei den Geistersteinen zu gucken. Ich glaube zwar, ich habe schon ganz schön viele gesammelt, aber ich glaube noch keine 11.000. Ja, so viel dazu. Das hat ja eigentlich ganz gut gepasst. Dann sind wir auch schön bei unserer Folgenlänge und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr nochmal einen schönen Blick auf das knallrote Stirnband werfen. Ja, bis dahin, Leute. Ciao.